Willkommen bei den Stadtwerken Rüsselsheim. Derzeit sind alle Serviceplätze belegt. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden. Wie heißt die Straße? Bitte warten Sie. Erfurter, Straße. Nicht die Erfurter. Die Thüringer Straße. Guten Abend und ja, hallo? Ja, mein Name ist Frau Nössenhöfer. Ich möchte eine Beschwerde bei Ihnen loswerden. Und zwar gestern zwischen 0 Uhr mit dem Nachtbus. Ja, der Busfahrer hat dauernd so das Licht erst ausgemacht, ist stehen geblieben. Ja, dann ist mein Sohn ausgestiegen. Und dann ist er rausgegangen aus dem Bus und hat ihn angepackt an die Sachen und hat ihn hin und her geschüttelt. Ja, Sie können sich das nicht vorstellen. Das ist furchtbar und hat ihn beleidigt, ja, ausgeschimpft. Er soll doch die Fresse halten, auf Deutsch, ja. Und nur weil er gesagt hat, er ruft jetzt die Stadtwerke an und beschwert sich weil über den Bus. Weil der Bus nicht weitergefahren ist. Weil der Bus ist auch nicht weitergefahren. Die Fahrgäste, die noch drinnen saßen, die haben sich auch beschwert. Ja, die wollten nach Hause. Wie? Das war Bus, die Nacht. Der Bus 70. 70, sagt man so. Bei der 70, da muss ich selber warten. Die gehört sich nicht zu uns. Die gehört wahrscheinlich zu LNVG. Aber ihr habt es doch übernommen. Ihr habt es doch übernommen, eigentlich. Die Nachtlinie. Nicht? Aha. Also da haben sie auch nicht den Namen, wie der heißt. Nee, deswegen. Also da würde ich Sie gerade einmal an die Kollegen oder was genau. Warte mal. Ich versuche gerade mal die Kollegen zu erreichen. Lernen wir mal ja. Ganz kurz machen, ja? Ja. Normal, ja. Wir haben es übernommen. Es waren ja auch die anderen Kollegen, den Bus. Ja, guten Tag, mein Name ist Frau Nössenhöfer. Ich möchte eine Beschwerde bei Ihnen loswerden. Und zwar ging es um den Nachtbus gestern um 0 Uhr. 20 Uhr. Ja. Okay. 0 Uhr, das heißt. 23 Uhr. Das war die 70. Der Bus 70 gerade. Also Königstetten. Königstetten, ja. Genau. Ja, also die Astheimer Straße, ja, der Busfahrer hat da und so, ist stehen geblieben, hat das Licht ausgemacht, jedes Mal, wenn er an einer Haltestelle war, gehalten hat, hat das Licht ausgemacht und hat gesagt, er fährt jetzt nicht mehr weiter, weil irgendeiner hat auf den Knopf gedrückt, ja, und da ist er böse geworden und hat meinen Sohn beleidigt, ja, dass er da und so auf den Knopf drücken würde und er hat gar ich nicht hab drauf gar gedrückt, nicht drauf gekriegt. Ja, und hat ihn ausgeschimpft da hab ich ihn gefragt, und da hat mein Sohn, und da hat er gefragt, den Busfahrer, ob er überhaupt heute noch weiterfährt. Und da hat er gesagt, was hat er gesagt? Ich fahre in 10 Minuten. In 10 Minuten? Wieder zurück und dann könnt ihr laufen oder könnt ihr machen, was ihr wollt, hat er so ausgerückt. Und ja. Er hat mich noch angepackt außen. Mein Sohn ist dann ausgestiegen. Ja. Und dann ist der Busfahrer auch ausgestiegen und hat ihn an die Sachen genommen und hat ihn durchgeschüttelt.
Der Werfer hat hingefallen, der ist schwer behindert, ja. Und ich hatte auch Angst, ganz ehrlich. Und er hatte Angst, ist auch dann nicht mehr in den Bus rein. Er ist dann gelaufen, ja. Also der Bus dann, der hat selber gar nicht aussteigen, Ihr Sohn. Nein, der wollte nicht. Ich wollte nicht aussteigen, der ist nur nicht weitergefahren. Der ist nicht weitergefahren. Weil da oben der auf dem Knopf... Irgendeiner... Er wollte nicht mehr weiterfahren. Ja, und er hatte dann auch Angst, weil er ihn dann noch durchgeschüttelt hat. Ja, ist extra ausgestiegen, hat den Bus ausgemacht und ist raus zu meinem Sohn und hat ihn durchgeschüttelt. Und hat mich noch beleidigt. Ja, noch. Er soll doch die Fresse halten, nur weil er gesagt hat, er ruft jetzt die Stadtwerke an und beschwert sich. Weil er und nicht weiterfahren wollte. Ich rufe jetzt die Stadtwerke an und da ist er raus und hat gesagt, er soll doch die Fresse halten, ja, und hat ihn dann durchgeschüttelt. Der wäre doch bald hingefallen. Ja, das kann doch nicht sein. Okay, ich verstehe die Aufregung auf jeden Fall, klar, sowas ja. Kann nicht vorkommen, auch wenn jemand sagen wir, also unrechtmäßig drückt, ohne auszusteigen, um den Busfahrer zu ärgern oder egal. Er hat ihn ja nicht geärgert. Ich habe ihn auch nicht angepackt. Ja, ja, das waren noch Fahrgäste. Auch noch andere Fahrgäste. Ja, die haben auch gesagt. Haben ihn auch gesagt, er soll weiterfahren. Ob er heute noch überhaupt weiterfährt. Und da hat er gesagt, ich fahre jetzt nicht mehr weiter. So, da hören Sie es. Okay, ja, ich höre es nicht so ganz richtig, aber wenn ich das richtig verstehe, also Sie waren nicht im Bus, das ist jetzt, was Ihr Sohn... Mein Sohn, ja, ich habe ihn dann... Ja. Gut, die Leute anzufassen ist absolut nicht drin, also nicht erlaubt, soll ja. Nicht sein, klar. Das soll nicht sein, ja. Genau, und alle anderen Leute bestrafen, weil einer sich nicht benimmt. Ja. Klar, das ist auch nicht korrekt. Ja. Verstehe. Aus Sicht mal Ihren Zugen, passt wirklich so, dass so oft schon gedrückt wurde, ohne dass jemand ausgestiegen ist? Also konnte er das mal sehen oder hat er das gesehen? Da hat einer oben hinten immer, einer. Oben, wer hat da immer gedrückt oder ist auch geleuchtet, stand der Wagen hält und da ist keiner ausgestiegen. Und deswegen ist er so frech geworden. Und er hat mich dann noch beschuldigt. Obwohl er es nicht war. Ich wollte nur fragen, ob er noch weiterfährt oder was nun jetzt ist. Ich wollte ja auch heim, ja? Naja, sagen wir so, das wäre so eine Art Erziehungsmaßnahme, aber das... Das macht man eigentlich auch nicht. Das ist nicht berechtigt, mal die Leute umzuerziehen, ne? Ja. Das gibt es leider, also ihr als Verkehrsmeister und ich habe ihn auch selbst jahrelang auf Bus gefahren. Ich weiß, es gibt manchmal, vor allem bei Schulbussen, ja. Jugendliche, die drücken und genau. Drücken und drücken, ja. Nur um den Busfahrer wirklich mal zu ärgern oder aus Spaß oder aus Jux und Tollerei, wie sind sie, die sind, ne? Ja, ja. Und das ärgert auf jeden Fall vor allem, sage ich jetzt mal, vor allem explizit auf diese Fahrt, weil das ist eine sehr, also die Fahrzeit ist absolut zu kurz und jede Sekunde, der verloren geht, dann geht auch Verspätung. Ich habe ja, von mir aus von der Zentrale folgen können. Verspätung größer wurde. 5 Minuten, 7 Minuten, 10 ja, ja. 12 Minuten. Ich konnte hier aus der Zentrale nicht verstehen, wieso ja. Hat auf einmal so viel Verspätung. In der Regel haben die Busse 3, 4, 5 Minuten Verspätung, wenn viel los ist, aber keine so große Verspätung. Der Busfahrer, wenn gestern Abend beim Eindrücken, also hier hat auch mal was erzählt von diesem Vorfall. Ja. Aus seiner Sicht. Ja, es ist aber genau das, was ich sagen. Also jemand drückte und ohne auszusteigen und er wollte es irgendwie, dass die Leute aufhören, Unnötige zu drücken, weil die Zeit sowieso knapp war und viel Verspätung und dann irgendwann auch selber aufgeregt war. Der war seit mehreren Stunden unterwegs und irgendwann war er selber müde. Das ist keine Entschuldigung, dass er es gemacht hat. Ich entschuldige mich bei ihm.
Ihnen, mhm. bei Ihrem Sohn, ja. im Namen, sagen wir, der Stadtwerke, dass sowas vorkommt. Ja. Also, wie gesagt, ich habe gestern nur seine Version gehört. Ich sehe den Vater heute wieder. Mhm. Ja, genau. Ich möchte gerne den Namen haben. Den Namen möchte ich gerne. Das dürfen Sie nicht. Wenn Sie eventuell, wenn Sie vorhaben, eine Anzeige zu erstatten, dann ja. müssen Sie machen, anhand von diesen Informationen, die Sie mir gegeben haben, Tage, Uhrzeit, Buslinie, und die Polizei sagt, nein, die Daten ja. Also aus datenschutzrechtlichen Gründen dürfen wir nicht weitergeben. Mhm. Aber es ist keine Frage, wenn die Polizei uns anfragt, dann geben wir alle Informationen, die notwendig sind, um die Anzeigen weiter zu verfolgen. Mhm. Ja. Wie gesagt, wenn Sie möchten, keine Frage. Ja. Wir werden mit dem Fahrer nochmal Ausdruck sprechen. Das ist ein älterer Fahrer, eigentlich so ziemlich ruhig von Natur. Das wundert mich, dass wir gestern so aufgeregt reinkam und hat auf die Schnelle, was erzählt. Und dann war der letzte Fahrer, der reinkam und er wollte nach Hause. Und jetzt habe ich ein blätteres Bild, sagen wir so. Wir werden mit dem Fahrer auf jeden Fall sprechen. Anzeige ist Ihnen überlassen, wie Sie es machen wollen. Ja. Anzeige über die Polizei. Dann. Über die Polizei. Also ja. muss die Polizei dann die Stadtwerke anrufen? Ich? Ja, bei ja, Ihnen? So üblich eigentlich, ja. Gut. Wie gesagt, ja. die Informationen, die wir haben, Liniennummer, Uhrzeit. Ja. Das heißt vollkommen. Und der Rest wird dann vom Amt wegen dann weitergeleitet. Mhm, gut. Ja. Gut, also ich spreche nochmal, Entschuldigung, im Namen der Stadtwerke nochmal aus, alles andere ist Ihnen überlassen. Ich ja. nicht abraten oder vom Anzeigen, das müssen Sie dann wissen, wie Sie ja. Gut. Okay, danke auch für Ihren Anruf, dann wissen wir auch etwas mehr. Ich bedanke mich auch. Ja. Auch mal ermahnen. Danke. Schönen Abend. Ja, gleichfalls. Tschüss. Danke.